Wow, ja, das ist Manuel, der Mann, der sich für Ninja Warrior sogar die Haut abgezogen hat. Ich bin ja froh, dass du wenigstens noch eine Trainingshose anhast. Sag, gibt's eigentlich irgendwas, vor dem du Angst hast? Eigentlich nicht, außer dass er fett wird. Ja, na gut, welche Frau kennt das nicht? Ja, aber wir sind sehr gespannt auf jeden Fall jetzt auf deinen Run. Ich würde sagen, ab mit dir in den Parcours und ich wünsche dir viel Glück. Der nächste, Manuel Piegel, 28 Jahre alt, Heilmasseur aus Weidhofen. Komm, Mario, don't stop, let's go, sein Motto. Und er ist auf der Reise. Wenn er dann mal anfängt. Ja, nimmt sich halt Zeit. Lass ihn doch ein bisschen Zeit. Jetzt geht's los. Der Mann, dessen größte Angst es ist, zu fett zu werden. Kenne ich von wo, Mario? Warum schaust du mich an? Nein, einfach nur so. So, 5 Punkte macht er eigentlich ganz gut. Das sollte auch noch kein Problem sein. Aber eigentlich, das war richtig gut. Und er ist beim Tor. Sportakrobat, das ist sein Hobby. Sollte hier hilfreich sein. Genau so ist es. Kurz abgerutscht, Absprung, geschafft, gut gemacht. Gut unterwegs, der Manuel. Manuel Piegel. Schaut ein bisschen gefährlich aus mit seinem Outfit hier. Baumstämme, kein Problem, easy. Den letzten übersprungen. Ja, den letzten übersprungen. Warum? Weil er es kann. Und der Sprung ins Kargenetz. Es sind schon viele gescheitert. Ja, das ist auch eine ganz schwierige Übung. Er nimmt sich etwas Zeit. Und jetzt ist er unterwegs. Ab in der Luft. Er ist drinnen. Und jetzt kommt ihm natürlich sein Outfit entgegen. Ja, weil das ist körpereng. Ins Wasser rutschen. Das ist ja, und wenn, dann ist es ein Muskel bei dem Outfit. Sehr gut. Wir sind bei Pole Dance. Ein kleiner Action Hero hat sich hier feiern lassen. Gut, Selbstvertrauen kann er haben. Also. Erste Schlange. So, nur nicht vom Feuer erschrecken. Das gehört dazu. Ja, macht er gut. Griffkraft. Macht er gut. Entscheidend. Komm, 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 ja. Ist er gut unterwegs. So. Manuel Piegel ist auf dem Weg zu Aber uns. Aber er kämpft, er kämpft. Er rutscht, oh, er kämpft. Rutscht auf der roten Fläche kriegt er Grip. Anhalten, anhalten, draufbleiben, aufpassen. Oh, komm, 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 komm. So, ja. Und jetzt Absprung. Er ist noch im Rennen. Eins. Und jetzt wird es erst richtig zwei, schwierig. Und nein. Er hat so gekämpft. Aber man hat gemerkt, die Kraft ist dünner geworden am Ende. Ja, Pole Dance ist extrem schwierig. Hat oft nichts für Männer. Ja. Aber Manuel Piegel hat sich gut geschlagen bei uns im Parcours. Und Bühne frei für den nächsten Kandidaten, für Manuel Piegel, 28 Jahre alt, aus Weidhofen. Unser Heilmasseur hat sich vorsichtshalber schon mal die Haut wieder abgezogen und darf sich jetzt auf den Dschungel freuen. So schaut Vorfreude aus. Viel Spaß, mein Freund. Und er hat richtig Lust, das sage ich dir. Das ist so ein positiver Typ, der hat richtig Lust, das Ding jetzt zu machen. Ja, zu Recht, ab in den Dschungel. Publikum ist da, weil das einfach ein guter Typ ist. Also Manuel, komm. Ja, das war gut. Das war hervorragend. Den Schwung mit einer Hand ist er schon beim letzten Seil. Hada! Wow. Der Mann macht Sportakrobaten. Ja. Ist ja klar, dass der das mit Stil rettet. Die Chaosbälle sind sein nächstes Thema, sein nächstes Hindernis. Schnell drüber, das ist das Motto. Gas geben, voll aufs Gaspedal. 1, 2, 3, drüber! Und wenn der immer so weitermacht, dann stolpert der noch auf den Kamin rauf. Einfach pulver die Energie nicht beim Jubeln. Konzentrier dich. Auf du brauchst die Kraft. Die Himmelsleiter. Und vor allem da brauchst du die Kraft. Konzentrier dich, bleib fokussiert. Sich etwas Zeit. Das kann ins Auge gehen. Solange er hochkommt. Wenn er rauf zum Kamin kommt, alles gut. Sollte aber scheitern, dann ist die Zeit ein Riesenthema. Und somit ist das ein... Also er gefährliches Spielchen. Er pokert hier gerade an der Himmelsleiter. Erste Stange. Die Arme sind schon Butter, aber da muss er durch. Jetzt also sich irgendwie hochhandeln. Erste Ader. Zweite Ader. Und auch die dritte Ader. Und er greift rüber zum Fensterbrett. So. Griffkraft. Ausdauer.
Muskulatur, Schultermuskulatur. Alles jetzt gefragt. Letzte Kräfte mobilisieren. Es wartet der Kamin. Mr. Unbreakable ist sein Spitzname. Jetzt muss er da irgendwie raus. Nein. Er ist im Wasser. 1,37,5 notieren wir uns. Das könnte noch interessant werden für ihn. Aber er hat abgefeiert, er hat alles gegeben und lässt sich zu Recht feiern. Vielleicht ist die Reise noch nicht vorbei. Mario, der Moment ist endlich gekommen. Unser erster Athlet im großen Finale von Ninja Warrior Austria, beziehungsweise Athlet, unser erster Held im heutigen Finale. Er wartet aufs Startsignal. So, Manuel Pigge, 28 Jahre alt, aus Waldhofen, ist beim Fußball. Hat sich auch wieder hübsch gemacht, hat sich die Haut abgezogen. Wer weiß Bescheid, es geht hier im Finale gegen die Zeit. 4 Minuten 30 hat man Zeit, um hier den Buzzer zu drücken. Zeit läuft mit und er ist beim Tellerlift zum Seil. Seil kann er benutzen, muss er nicht benutzen. Er hat sich für Seil entschieden. Und ist mit Rolle weiter. Schon bei Manuel. Doppelwippe. Und dieses Geräusch, das werden wir öfter hören. Ja. Das waren die ersten 30 Sekunden, die er gebraucht hat. Also jetzt noch 4 Minuten Zeit. Jede Minute hören wir es. Und, die Doppelwippe wird ihm schon zum Verhängnis. Und die schaut aber auch sau schwer aus.